Wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Es war wieder viel zu laut bei The Lost Island mit den beiden Spackos hier, dem King Steve und dem Semi. Also ich habe King Steve gesagt, ich meine natürlich Georg. Genau, die beiden Spackos hier. Und warum sind wir jetzt hier? Man denkt sich so, hä? Das sieht komisch aus. Ja, wir sind hier beim Dorian. Das hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Vor allem, wenn Dorian gerade zuguckt, was er wahrscheinlich tut. Hallo, hier ist er. Hallo. Und ja, wir haben gerade eben die Kühe verschleppt hier. Ja, eigentlich waren hier so, keine Ahnung, bestimmt so 20 Kühe drin oder sowas. Und die haben wir jetzt halt alle versteckt auf der Insel hier. Ja, und das war einfach eine Rache, weil er uns die ganze Zeit auf den Sack ging und wir sowieso schon sagten, wir müssen etwas bei dem machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, die haben wir jetzt verteilt hier. Eigentlich habe ich das aufgenommen, aber ich war so schlau und der hat Black Screen aufgenommen. Das heißt, es war richtig geil. Ich hätte es sonst nochmal hier in die Folge reingeschnitten, aber hey, dann halt nicht. Dann eben nicht. Und es gibt noch was Schönes, was wir gemacht haben, nämlich das hier. Nein. Das hört sich sehr gut an. Doch. Ja, das ist ich höre euch gerade überhaupt nicht. Das macht aber nichts. Ich verstehe gar nichts. Also Originalaufnahmen 9-11. Gott. Das hat er nicht gesagt. Oh, oh. Das hab ich gesagt. Mal wieder zensieren. Da, ja genau. So. Ja, weil alles zensiert werden muss, was ich sage, ja. Ein gewisses Nein! Nein! Oh nein! So. Ah. Verdammt, gut. Junge. Zum Glück kann man die Sauna ausschalten. Ja. Das ist gut. Ich bin dafür, dass wir uns mal nach Hause verpissen jetzt. Jetzt können wir nach Hause, genau. Denn der liebe Dorian, der ist nicht ganz so frech gewesen. Der hat uns nämlich ein paar Schildkröten gegeben. Trotzdem ging er mir gestern ziemlich auf den Sack, weil ich hier mal Survival gespielt habe ohne Aufnahme halt so ein paar gefarmt und blablub. Ah ja, ziemlich auf den Sack. Du, kann ich mal sagen, also richtig. Nein, Silvi, du musst die Schildkröte mitnehmen. Wo ist denn die? Oh mein Gott. Ach, egal, da hinten. Ja. Es ist gerade irgendwie ein mega Ruckelkino, ich weiß nicht warum. Soll ich fahren? Nein. Fahr dem Säbel hinterher. Ja, mach mal was für Hose. Ja. Jawohl. Es wird eine lange Fahrt. Ja. Sicher? Are you sure about it? Ja. Warte mal, warum ist Georg nicht in deinem Boot? Was? Wo ist er? Ja, der hat ihn verloren. Der hat sich nach Hause tippiert wahrscheinlich. Ich bin schon zu Hause. Alter. Natürlich, ja, ich hab die Schildkröte, ne? Die Sau. Ja, eigentlich hätten Essen und ich uns einfach nach Hause teleportieren können und Silvio muss mit der Schildkröte kommen. Vor allem hat Dorian jetzt einfach ein Boot weniger. Ich sehe dich noch nicht. Ach da! Nein, 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 links, links! Links? Ja, da hab ich schon. Links so ist das offene Meer. Ja, da hab ich schon so eine beschissene Durchfahrt gebaut und dann benutzt die Silvio. Ja, ich vergesse das immer. Ja, wir haben Schildkröten, wie gesagt. Irgendwie ist es mega laggy gerade. Ich muss gleich mal gucken, was das ist. Ja. Das kann nicht sein. Ja, mit. Okay, wir haben auf einmal drei Schildkröten, wie es aussieht. Ja, wir haben auch drei. Da ist eine noch dazu reingepackt, reingegangen. Ich, ja, ich hab eine Überraschung für dich. Ich hab, während du fressen warst, habe ich was gefunden, ne? Das ja, freut mich. Und du probierst es ja immer gerne aus, was das macht, also. Ja, ich probier's immer sehr gerne aus. Wie sieht's aus bei dir? Die Aufnahme? Alles easy? Ja, ich hab nochmal neu gestartet. Jawohl. War das herzlich willkommen. Ding. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, ich nette schnell. Das hier. Und heute machen wir jetzt. Das ist hier unsere Anmoderation. Hier. Hm? Schön. Hä? Wenn zwei sich streiten, fährt sich immer der dritte. Also drei Anmoderationen. Ja. Jawohl. Wir haben hier nochmal ein bisschen ausgeschönt hier. Warum ist das so laggy heute hier? Das ist echt. Hey, das 60 FPS, was ist da los? Hast du irgendwas im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Dann liegt's an dir. Keine Ahnung, wo das liegt. Hast du Rainbow Six im Hintergrund? Nein! Was runterladen? Es ist wieder 50 FPS, also irgendwie ist das sehr seltsam gerade. Also Respekt, wenn du Rainbow Six mit Minecraft laufen lassen kannst. Weißt du? Ich hab Hunger! Wir gucken jetzt mal, was diese wunderschöne Suppe macht, ja? Sättigung! Schon Suppe. Wieder? Ja, schon wieder. Was hast du für ein Glück, Digga? Ja. Sättigung ist halt wirklich der beste Effekt eigentlich, den man haben kann. Ich muss mal kurz gucken, ob irgendwas im Hintergrund läuft. Das ist echt komisch hier. Meine Damen und Herren, bestaunen Sie jetzt den Bildschirm, den Desktop von Moritz Luxemburg.
Nee, den sieht man nicht. Ich würde sagen, kein guter Start in diese heutige Folge. Nee, echt nicht. Also sollte es ein bisschen laggy sein, dann tut es mir leid an der Stelle. Das ist seltsam, normalerweise müsste ich ein flüssig mit 60 FPS, aber aus irgendeinem Grund ist es gerade ein bisschen blöd. Vielleicht macht auch Windows gerade im Hintergrund ein Update. Es ist, ihr kennt Windows, ja, es ist, ja, keine Ahnung. Irgendwas ist wahrscheinlich wieder los. Oh, cool. Dorian hat sich in seinen Laptop reingehackt. Ja, wahrscheinlich. So. Ich würde mal sagen, wir machen mal den Strand, ne? Können wir euch einen Strand hier machen? Bitte hören Sie jetzt die GEMA-Musik. Das ist keine GEMA. GEMA gibt's nicht mehr, oder? Alter. Doch, ich keine Ahnung. Ich hatte mit GEMA nie Probleme, deswegen kenne ich mich damit nicht aus. Wir sind ja nicht wie in Amerika, wo Free Use und so weiter ist. Ne? Amerika. Ich muss aber auch sagen, Amerikaner sind noch richtig dämlich. Oh, das ist aber jetzt... Und schon wieder zensiert. Jetzt no front, aber ganz ehrlich, wirklich. Da sterben ja viel mehr Menschen, als in China von Corona gestorben sind. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, zu Recht, weil eigentlich an allem bloß Trump schuld ist. Weil Trump einfach nicht dementsprechend gut reagiert hat auf den Coronavirus. Und jetzt sterben die Leute im Haufen dort in New York, beziehungsweise Amerika. Amerika. Also meine Damen und Herren, ich würde es nicht raten, nach Amerika zu kommen. Was machst ja, du? Jetzt im Moment geht's. Ich mache hier einen Strand. Das wird alles Sinn machen, keine Angst. Stimmt, Tatze muss auch getrollt werden. Die hat nämlich hier überall, wie man sehen kann, das haben wir nicht weggemacht. Das war, glaube ich, wer war das, der das nochmal gemacht hat? Red, glaube ich, ne? Aber irgendjemand hat es wieder gemacht. Und Tatze hat ursprünglich halt diese Strings hier überall draufgepackt, damit die nicht wachsen können. Ja. Die Sau. Ja, deswegen müssen wir auch was gegen tun. Wir müssen halt uns einfach rächen. Das ist einfach die Taktik hier. Also, alle wollen Stress mit uns haben, ich weiß nicht. Wir sind eigentlich die. Wir machen doch gar nichts. Ja, wir trollen überhaupt gar nicht, weißt du, wir sind schon viel zu bauen und dann trollen uns alle Leute und jetzt trollen wir halt zurück. Ja, genau. Das ist eine Selbstjustizier. Selbst schuld. Und ich bin gespannt, was der Esti hier macht. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Mal schauen. Meine Damen und Herren, gucken Sie sich dieses wunderschöne Daumenkino an Minecraft hier an. Wunderschöne, tolle 22 FPS. Das ist mal wieder richtig geil. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist echt sehr merkwürdig. Ich muss mal gucken hier. Du hast hier eine Schaufel gemacht. Das ist gut. Das macht nichts. Apropos Diamant. Ich habe hier diese wunderschönen Rüstungsständer gemacht, ja. Und den will ich mal zeigen. Da sind auch wunderschöne Gegenstände drauf. Ja, also den schönen Helm hier, der ist schon mal ganz geil. Dann haben wir hier noch so eine Brustplatte, die könnte man noch verbessern. Die Hose ist eigentlich ganz gut. Die Schuhe sind auch richtig nice. Und ja, das Schwert ist auch auf einem ganz guten Level. Genauso wie die Pickaxe, die könnte man theoretisch auch mit Glück machen. Nein, hör auf damit! Wo sind die Rüstungsteile hin? Nein, wo sind die Rüstungsteile jetzt hin? Was macht er denn? Er hat bestimmt er hier. Nee, hab ich nicht. Oh. Jetzt muss ich in der Aufnahme gucken, was das für Gegenstände da drauf waren. Du darfst sie, glaube ich, nicht zerstören, wenn ich dich mit meinem Item hier drin ist, bin. Hä? Wirklich? Ja, nee, der ist ja gerade im Bearbeitungsmodus drin gewesen. Boah, ernsthaft. Ja. Super. Das heißt, die ganzen Items sind jetzt weg. Dankeschön. Richtig geil. Toll. Ich hab ja sonst nichts zu tun im Leben. Danke. Verdient. Woher sollte ich das wissen, dass das passiert? Indem du es einfach nicht tust. Ja, aber ich hab mein Mikrofon kurz gehauen. Scheiße. Jetzt zu meiner Verteidigung jetzt aber. Warte mal. Erstens sei nicht böse auf mich. Zweitens, ich wusste das nicht. Drittens, es tut mir sehr leid. Und viertens. Er sucht wieder Ausreden, weißt du? Die cheatest du dir sowieso wieder. Ja. Wäre aber belastend gewesen, wenn ich mir jetzt nicht cheaten könnte, weil dann wäre es schon ziemlich dreckig. Meine Damen und Herren, wenn sich dieses Video anschauen, die werden das auch lernen. Man lernt aus Fehlern. Ja? Ja. Also sei nicht böse auf mich. Ich bin gespannt, was der SC da macht, weil der SC versucht irgendwie so.
Das sieht scheiße aus. Ja, der macht hier so eine Art Eingang, ne? Ja. Das Problem ist, ich verstehe halt nicht, warum er diesen Eingang unbedingt machen will und... Wollt ihr alles so luftig haben, ja? Ja, eigentlich ja. War das der Plan, dass das Haus quasi auf diesen Baumstämpfen steht. Okay. Mensch, ST. Ich meine, du kannst die Treppe kannst du zubauen vielleicht so. Das heißt, du musst es da nicht unbedingt zumachen, sondern dass du hier quasi zumachst. So hier so eine Wand bis nach vorne mit Türen, das geht ja, recht. Also so zumachen. Ja, genau. Genau so, ja. Nee, ich hab... Oh, fuck. Ich hatte aha. Irgendwie... Schiffwort. Das macht gar nichts mehr aus. Das kommt schon. 10 Euro in die Serverteamkasse. Ja, ist kein Problem. Ja, bei deinem Verdienst, was du da als Pornodarsteller. Ja. Als war der Pornodarsteller verdienst es ja. Ja. Jetzt aber nicht meinen Pornonamen leaken. Bist du sicher, dass du das nicht willst? Vielleicht sind sie ja gut. Nee. Oh, geil. Nee, der wird nicht geleakt, meine Damen und Herren. Also, ja. Ja, aber hey. Aber so sieht's ja auch kacke aus dann. Falls man. Boah. Ja. Ja. Falls man sich jetzt fragt, was. Halt. Ja. Oh Gott! falls man sich fragen sollte, was das hier für ein Müll ist, was ich hier gerade mache, da kommen später die Schuldkröten rein. Die werden hier quasi eingesperrt und sie sehen wieder ein wunderschönes Daumenkino hier gerade. Oh ja. Geil. Muss mal gucken. Irgendwas ist wahrscheinlich im Hintergrund, was irgendwie Stress macht. Oh mein Gott! ja. Ich glaub, Minecraft macht Stress. Ich guck mal gerade im Hintergrund, was da abgeht. Das ist echt nicht normal. So, back in the game. Ja, hoffentlich läuft das hier so ein bisschen flüssig. Ich hab das ganze Maschinchen hier mal neu gestartet, auch ein bisschen abkühlen gelassen und ja. Gucken wir mal, ne? Ja, da sind Skelette. Wir werden jetzt die Schildkröte irgendwie hierher bekommen und dann müssen wir hier die erstmal einsperren. Das wird lustig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das wirklich machen sollen. Ich meine, wir könnten die einfach einsperren hier im Sand, ne? Ja. Ich glaube, das wäre schlauer, als die wirklich ins Wasser. Ich hatte das mal gemacht, dass die tatsächlich auch ins Wasser durften. Dann habe ich quasi alles zugebaut. Aber musst halt wirklich komplett alles zubauen, damit sie halt nicht runter oder drüber schwimmen können. Ja, und das war das Problem damals. Das war echt aufwendig. Kannst du ja mal machen. Okay. Nein! Sing on nicht! The floor. Oh Gott. Das ist nicht gut für die Ohren. And she's dancing like she never danced. Okay. Meine Damen und Herren, Qualitätskonzern bei Boss Flux. Ja, wie immer, ne? Komme mit der ersten Schildkröte. Brutal. Ja, gerade eben hatten wir Minecraft Daumenkino, das war ziemlich geil. Ich fand's gut. Das fand ich so gut, dass ich spontan mal den Laptop neu gestartet habe. Hallo. Oh ja. Aua. Stoppen. Nein. So. Ich glaube, die kann man hier eigentlich reinlassen, ne? Man muss halt nur noch irgendwie ein Tor hier reinmachen. Ich würde mal sagen, das machen wir irgendwie hier. Weil ich weiß nicht, ob ich die Schildkröte darüber bekomme. Ich mache jetzt einfach kurz ein Loch hier rein, fertig. So, ich denke mal, die Schildkröten dürfen hier nicht drüber kommen, oder? Mach mal hier noch vielleicht einen Block. Wie mache ich das jetzt? Boot kaputt machen und die da reindrücken, oder mit Seegras reinlotsen. Ich hab kein Seegras. Dann guck in der Kiste. Aua. Ist das hier? Das ist verbunden. Okay, ist cool. Nee. Ich hoffe mal, dass die Lianen in dem Falle jetzt hier keinen Stress mehr. Wobei, wir können ja mal den Trick ausnutzen, den die Frau Tatze gemacht hat. Und wir machen jetzt einfach mal hier ein paar Strings hin. Dann wächst das Ganze nämlich nicht mehr hier weiter. Und dann. Die erste Schildkröte ist schon da. Ach so. Wäre schön, wenn du jetzt zum kurz zumachen könntest. So. Dann hole ich auch gleich noch die anderen zwei. Ich muss halt immer gucken, glaube ich, dass man hier zwei Blöcke frei hat immer, weil ich glaube, die sind ja vier Blöcke breit, das heißt, die könnten da drüber rennen einfach. Ja. Oder sich rüberziehen hier, oder? Können die das?
Ja, könnten sie. Okay, alles klar, dann müssen wir das hier alles so machen. Dann kommen die da definitiv nicht mehr raus. Machen hier nochmal kurz ein Tor rein. Das haben wir ja bestimmt oben. Ja, in der letzten Folge war es ein bisschen ruhiger. Ich habe nicht so viel Schnitt und sowas eingebaut, weil es war schon spät und wir waren schon sehr müde und haben nicht mehr so viel geredet. Und es ist nicht mehr so viel Lustiges passiert, was man jetzt einbauen hätte können. Deswegen war das halt eine vielleicht langweiligere Folge, auf jeden Fall ruhigere Folge. Nicht so hektisch und ein Tor wollte ich holen, genau. Ja, Dschungel geht, ne? Das reicht, ich glaube Dschungel passt auch ganz gut zu, wenn ihr seht. Die Maschine hier funktioniert, wie man gerade gehört hat, sehr gut. Ist denn der Sebi noch da? Ja. Okay, man hört ihn kaum, deswegen war ich gerade irgendwie so, ne? Ja, ich sag doch nichts. Ich verschönere mal euer Portal. So ein bisschen. Das kannst du machen, ja. Das sieht schrecklich aus. Ja, jetzt wird es auch nicht besser aus. Naja. Oh. Au, au. Oh. Ah. Ich höre das Creeper unterwegs, okay. So. So. Da wächst jetzt nichts mehr weiter. Hier, ja, hier ist eigentlich egal. Hauptsache nur, dass sie nicht mehr rauskommen hier.